Willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Assassin's Creed 2. Wir sind hier immer noch in der Toskana, um Verschwörer zu jagen, die uns zum letzten Mitglied der Pazzi-Familie führen sollen. Wundert euch nicht, ich bin jetzt auf einer anderen Bank als da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, weil es gab technische Probleme. Ich hatte ungefähr 5 Minuten von dem aufgenommen, was ich jetzt hier zeigen will. Und ja, dann ist das Spiel komplett gecrashed. Und als ich neu geladen habe, bin ich hier tagsüber aufgetaucht. Egal. Wenn euch gefällt, was ihr seht, dann zögert nicht, meinem Kanal hier auf Twitch zu folgen, beziehungsweise meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, wo ich diese Videos hier früher oder später auch hochladen werde. Momentan habe ich so eine kleine Assassin's Creed-Phase. Das heißt, ihr werdet erstmal sehr viel Assassin's Creed-Content sehen. Also, wenn ihr die Spielereihe mögt oder euch dafür interessiert, seid ihr genau richtig. Genau, dann fangen wir jetzt einfach mal an, indem wir die nächste Erinnerung starten. Beim letzten Mal hatten wir ja schon einen der Verschwörer, beziehungsweise einen der Informanten, in einem abgelegenen Kloster hier in der Toskana ausfindig machen können und ausschalten können. Da, shut up and take my money. So. Okay. Jetzt muss ich aber auf der Karte schauen, wo die nächste Erinnerung startet. Das wäre dann da, hier unten. Ich bin nämlich erstmal rein. Ich sehe auch, hier ist auf der Karte ein Assassinengrab markiert. Das heißt, da werden wir auch früher oder später dann mal dran setzen. Allerdings mache ich das nicht mehr in den regulären, Anführungszeichen, Story-Mission-Videos, sondern mache die dann separat, weil diese Gräber einfach recht aufwendig sind. So, ja, ist ja gut. Man musste staunen. So, verzieht euch, Leute. Echt jetzt. Ist ja nervig. Da, nimm mein Geld. Weg, 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 weg. So. Endlich Ruhe. Wie viele von diesen blöden Baden gibt es denn hier noch? Beim letzten Mal war auch noch der Gesuchtstatus ein bisschen höher, als das jetzt ist, weil ich habe jetzt so nebenbei nochmal die Plakate abgerissen, beziehungsweise zwischen diesem Video und dem letzten Video. Ich hatte es ja alles aufgenommen, aber dummerweise ist das Spiel komplett gecrashed und habe ich aus dem Film geworfen. Aber gut, okay, dann fangen wir an. Es wurde aber auch Zeit. Wir haben Bernardo Baroncelli gefunden. Gute Nachrichten. Sagt mir, wo er ist, dann werde ich mich um ihn kümmern. Das ist das Problem. Lorenzo ließ ihn schon vor Tagen festnehmen, als er uns aus Konstantinopel überstellt wurde. Doch er konnte fliehen. Wir glauben, dass er sich in San Gimignano befindet. Va bene. Mal sehen, ob ich ihn festnageln kann. Wie könnt ihr mit Erfolg rechnen, wenn wir alle versagt haben? Ich habe andere Möglichkeiten. Er hat den Adlerblick. So, unser Wanted Level ist zum Glück relativ weit unten. Das heißt, wir können uns hier schon mal umsehen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, vielleicht sollten wir es doch mal wagen, hochzugehen. Immer schön eins nach dem anderen. Er verliert die Lust. Und oder die Fähre. Uns. Oder wird verrückt. Abgelenkt. Ne. Alles wird gut. Und wenn, aha, wenn es passiert, ich ziehe weiter. Nie zu lange an einem Ort. Nur, wie soll ich schlafen?
Wann soll ich schlafen? Wo soll ich schlafen? Der Wachturm vielleicht. Die halten mich für irre. Sie wissen nichts. Ich bezahle sie. Ja. Aber was soll das alles? Sie interessieren sich nur für Geld. Alle interessieren sich nur für Geld. Gut für die Bruderschaft. Gut für mich. So ist es sicher. Ja, ja. Ich frage. Und dann? Und dann werde ich beschützt. Wir treffen uns, wenn die Zeit kommt. Und ich gehe hier fort. Bald. 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 Moment. Was ist das? Noch in dem Fall nehmen wir mal die Giftklinge. Schwer ruhig zu bleiben. Wissen, dass er mich sucht. Muss konzentriert bleiben. Und bald ist das erledigt. Bis bald. Er ist da! Hilfe! So klein mit alles wie er wird nicht weiter. Dreckskerle wie du kommen hier nicht durch. Fesso, steh auf, dann bekommst du mehr. Was sind das für Hasenfüße? Nein! Die sollen uns beschützen. Ja, der ist weg. Okay, der Versuch ist schon mal gescheitert. Muss man anders machen. Also von nahe ranschleichen, also hinten ranschleichen und vergiften. Hat schon mal nicht geklappt. Schön eins nach dem anderen. Er verliert die Lust. Oder die Fährte. Oder wird verrückt. Abgelenkt. Getötet. Alles wird gut. Er ist da! Hilfe! Okay. Der ist echt tricky. Buona giornata. Ich bin dir blöder Bade. Ah, Mist, wir haben auch kein Wurfmesser. Wohl, das kann man ändern. Hier ist nämlich irgend, da ist ein Schmied. Schickt mir eure Freunde. Ah, die Wurfmesser sind schon mal aufgefüllt. Dann holen wir uns hier noch mal eine Minute. Unterstützung. Ladies. Versuchen wir es mal so rum. Lebt wohl, stets zu Dienst, der Giovane. Von ihm gesendet, sie zu töten. Wir, die wir zu sind, vor Lachen erröten. Vergebt mir, nobler Herr. Ich wollte euch nicht. Wartet. Los geht's. Pardon. Fliegt eure Wunden, edler Herr, ihr habt so recht gerichtet. Unser Herz und oft auch mehr sind euch zu danken. Verpflichtet. Hat euch mein Lied nicht gefallen, Signore? Oh, was
Nein, hat es nicht. Okay. Einen Moment. Kommt und holt mich! Alles wird gut. Und wenn er kommt, wenn es passiert, ich ziehe was. Nie zu lange an einem Ort. Nur. Der Dach kommt vielleicht. Aber was soll das alles? Sie interessieren sich nur für Geld. Alle interessieren sich nur für Geld. Gut für die Bruderschaft. Gut für mich. So ist es sicher. Ich frage. Und das? Und dann werde ich beschützt. Vorne. Wir treffen uns, wenn die Zeit kommt. Und ich gehe hier fort. Frei. Bald. Bald. Moment. Was ist das? Da war etwas. Noch ein Söldner, um mich auszuspionieren. Nein, nein, nur die Nerven. Schwer ruhig zu bleiben. Wissen, dass er mich sucht. Muss konzentriert bleiben. Und bald ist das erledigt. Bald. Ich hab ihn. Wo ist Jacopo? Damit ihr ihm tun könnt, was ihr mir getan habt. Noch habt ihr Zeit, euer Gewissen zu reinigen. Wir treffen uns bei der Kirche, wenn ein Treffen einberufen wird. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Requiescat in pace. Gerade so getroffen, okay, cool. War das? Ich bin dabei. Verdammt, lauf! Lauf weg hier! Presto, presto! Lass mich doch! Du kommst hier nicht durch, Stranzo! Na, du, fass ihn! Dort! Seht euch! Dauern da die alte Weiber! Wo sind eure Drohungen und Beleidigungen jetzt? Hä? So, jetzt reicht's. Kommt und schmeckt eure eigene Medizin, ihr Hunde! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Wovor habt ihr Angst? Wenn ich bin! Komm schon! Attenti, ragazzi! Geht durch! Okay. Mach schon mal die Bekanntheit wieder ein bisschen gesenkt. So. Zugegeben, der war eben relativ schwer zu erwischen. Jetzt muss ich da besser vorbereitet dran. Akrobaten? Hier? Gibt es
kein Asyl für Schwachköpfe wie den. Kann er nicht so gehen wie alle anderen auch? Okay. Du kannst nicht einfach. Du lebst in einer Fantasiewelt, hä? Mach so weiter. Und dein Traum endet mit einem Stiefel im Markt. Ich will euch nichts Böses zeigen. So, jetzt müssen wir gerade noch einen Marktschreier finden. Sofern. Hier ist jetzt keiner eingezeichnet. Na gut, aber da vorne ist wieder ein Steckbrief. So, sehr schön. Können wir schon mal den nächsten markieren? Wo ist er denn? Da. Da ist noch einer ganz außerhalb. Und einer hier in der Stadt. Dann markieren wir uns erstmal hier diese Kirche. Besser gesagt den Aussichtspunkt. Damit wir ein bisschen was von der Karte freischalten. Hier ist auch gleich ein Schmied. Da können wir unsere... Wurfmesser wieder auffüllen. Auch Bomben. Verehrt mich auch nicht schlecht. Okay. Ja, sehr schön. Hier so ein Zettel, Steckbrief, weg damit. So, jetzt sind wir wieder komplett unerkannt. Ja, das ist aber nicht die Kirche, wo wir hoch müssen. Der Turm ist hier vorne. Oh. das war keine Absicht, dass ich diese leicht bekleidete Dame angesprungen habe. Das war dabei total die Steuerung dran schuld. So. Was ist hier vor? Alle hopp. Und drauf. Hoch.
Ah, sehr schön. Die Macht nicht. Sie wird vererbt. Mhm. Franklin D. Roosevelt, okay. Da ist der Edenapfel. Harry Houdini, was? Das Rätsel ist schon relativ schwer. Also da finde ich das so auf Anhieb nichts. Einen kleinen Moment. Das kann ich beim besten Willen nicht, will nichts finden. Außer hier unten. Das ist Teil des Ärmels, ja, okay. There it is. Gandhi beim Salzmarsch, okay. Oh, der Ding ist aber echt gut versteckt. Okay. Ab ins Heu. Dann kümmern wir uns mal um das nächste Ziel, das hier unten ist. Mit Wurfmesser und Rauchbomben sind wir ja soweit zum Glück ausgestattet. Salvezio! Antonio Maffei hat sich auf dem höchsten Bau der Stadt verkrochen und schießt mit Bibelworten und Pfeilen.
Der Mann hat offensichtlich den Verstand verloren. Außerdem hat er Bogenschützen um sich herum postiert. Die solltet ihr erledigen, bevor ihr euch nähert. Vielen Dank für den Hinweis. Bestellungen dieses Monats ausgeliefert werden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich muss dann alles Oh, der ist im Herzprediger-Modus. Männer, die das Land retten wollten, es reinigen. Betet mit mir, meine Kinder, damit wir gemeinsam gegen die Dunkelheit bestehen können. Merkt auf, ihr Himmel. Nein. Ich will reden und die Erde höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre rinne wie der Regen. Und meine Rede riesele wie Tau. Wie der oh, dieses Gepredige geht mir gerade echt auf den Zeiger, Alter. Das Kraut. Denn ich will den Namen des Herrn preisen. Geb unserem Gott allein die Ehre. So. Er ist ein Feld. Seine Werke sind vollkommen. Da ist er, auf ihn. Denn alles, was er tut, das ist Recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Wahrhaftig ist er. Das verkehrte und böse Geschlecht hat gesündigt wider ihn. Sie sind Schandfleck. So. Arrivederci. Dämon. Zeig dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund. Dir zeige ich Respekt. Nein. Das werde ich tun. Lass deinem Körper und deine Seele nun endlich ruhen. Requiescat in pace. Der ist ganz offiziell zertifizierter Matsch. So. Keiner hat's gesehen, keinen interessiert's. Gut. Um den letzten kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Dann genießen wir hier erstmal die Ruhe. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal auf YouTube oder folgt mir hier auf Twitch. Ich danke euch fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.